Recht herzlich willkommen zur achten Folge von Aborion. Ja, hier dieser schicke Planet ist da, da sind wir her. Wir sind aber trotz alledem auf der Suche nach Titan. So, dann gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Was ist das hier? Achso, ein anderes Schiff, ne? Ja, eine Korvette, okay. Da war unten noch ein Ressourcendepot, oder? Ja. Und das war irgendein Kollektor da. Gaskollektor, okay. Gucken wir mal rein, ob wir hier irgendwas finden, was brauchbar ist. Er schmeckert uns da oben irgendwie schon an. Wir sind zu schwach wahrscheinlich. Okay. Fliegen wir erstmal näher. Machen wir ein bisschen Power. Gut. Blinkt irgendwie einer was? Kann man kaum sehen hier. Oh. Was ist das? Korvette. Hier sind zwar Asteroiden, aber man kann nicht sehen, was da drin ist, ne? Also kann man schon, aber sieht ziemlich leer aus. Und der Nebel ist natürlich auch nicht gerade prickelnd, dass man erkennen kann, was da irgendwo einer ist. Wenn ich den jetzt hier so anklicke, ne, da ist nix. Hier ist nirgendwo einer, der irgendwas beinhaltet. Das ist wohl nix. Ein Satz mit X. War das jetzt hier der Kollektor? Gaskollektor, ja. Was kriegt man bei dem denn? Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Super. Bringt uns aber auch nicht wirklich was. Ich glaube, wir machen mal den Hyperraumantrieb fertig, ne? Und schauen zu, dass wir zu irgendeinem anderen grünen Punkt kommen. Da wäre einer. Da wäre auch einer. Koordinaten eingeben. Ausrichten. Onboard-Computer. Da oben ist der Fall. Und dann geht's los. Oh, das war aber zügig, oder? So, aber hier brauchen wir nichts machen. Oh, der sieht aber auch cool aus. Weil hier ist nämlich nichts. Also in diesem Moment. Und deswegen springen wir auch gleich in die nächste Ecke, ne? Ja, da ist ja auch schon was. Müsste eigentlich auch wieder funktionieren. Da ist unser Weg. Und im nächsten Sektor. Oh, hier sieht's cool aus. Allerdings ist da auch schon ein netter Kollege vom Kaufmann. Ich glaube, wir halten uns da mal gerade raus. Was ist das? Ein Sprungtor, glaube ich. Oder? Ne, ein Asteroid. Der ist vor dem Sprungtor, ne? Ja. Ich denke mal, fliegen wir hier so ein bisschen rüber und gucken. Ah, ich glaube, ich sehe da schon einen, der so weiß schimmert. Das ist der da, ne? Ja, jetzt sind wir besonders schwach, wie man da oben sieht, ne? Sehr schwach verglichen mit anderen. Oh, da ist auch einer. Aber um weiterzukommen, musst du auch hier mal was riskieren. Ich glaube, der ist noch hinter den beiden. Ne? Muss man so ein bisschen umkurven.
So, das müsste gehen. Achso, wir können ja mal zurückscrollen, ne? Wenn wir unser Schiff sehen, dann ist es auch mit dem Dirigieren leichter. So, und wie das so ist, wir müssen den noch aktivieren, weil... Halt, stopp, hier vor mir ist der. Und er macht den anderen ein. Du glaubst es nicht, oder? Kann es das sein? So, jetzt aber. Ich will jetzt die Tarnarm und nicht den Eisenkern da. So, geht, oder? Wir hatten noch ausgebaut letztes Mal. Dass wir genug Batterie haben. Sieht auch gut aus momentan, aber jetzt gleich überhitzt er. So, jetzt ist er am Limit. Jetzt geht dann die Batterie wahrscheinlich langsam runter, ne? Ja, so ist es. Tja. Müssen wir wahrscheinlich gleich mal ein bisschen unterbrechen. So. So, da geht leider nichts mehr. Pause. Wieder aufladen. Nee, 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 nee. Das machen wir jetzt gerade nicht. Wir können natürlich P drücken und was ausbauen, ne? Aber ein bisschen haben wir ja schon, ne? 148 ist nicht wenig. So, und dann... Generator. Haben wir schon. Produziert Energie. Ja. Die rechte Maustaste war das. Der produziert Energie. Den müssten wir also irgendwo hinsetzen. So, in diesem Moment würde ich jetzt sagen, wir bauen das hier irgendwo dran, ne? Aber wir müssen das mal so machen. Und so machen. Weil ich will das Schiff auch gerne mal mit der Zeit länger bauen. Oh, das ist zu wenig Titan dann. Bau. So, das ist Strom, ne? Rechte Maustaste, ja, kommt schon weiter nach vorne dadurch, ne? Ja. Das ist aber immer noch schwach, ne? Schilde, mehr Schilde brauchten wir dann noch. Aber jetzt mal zu wenig dafür. Ist auf jeden Fall schon wieder besser. Da geht's weiter. Das ist 440 Meter. Jetzt wird der Balken langsam rot da unten. Ein bisschen näher fliegen. So, jetzt geht die Energie wieder runter. Tja. Jetzt geht es auch ganz schnell runter, ne? Und jetzt ist er nicht mehr effektiv. Wieder warten, bis sich Energie aufbaut, eine Laser abkühlt. Obwohl, der ist schon abgekühlt. Geht es denn jetzt auch schon wieder abbauen? Oder geht die Energie sofort runter? Ne, der geht dann sofort runter. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Bringt ja nichts. So, gucken, ob es jetzt wieder geht. Ah, der ist wieder rot sofort. Naja, aber ist nicht mehr viel, sollten wir vielleicht schaffen. Der ist weg.
kurz dran fliegen, da sind noch so ein paar Einheiten, die wir noch aufsammeln können. Da haben wir sie. Und irgendwo dort drüben, da oben, ist nochmal Titan. So, gucken, dass wir das auch noch kriegen. Ist ja auch noch relativ viel wohl. Ah, dann müssen wir gleich gucken, dass wir irgendwo ein Schiff finden oder sowas, wo wir was kaufen können, ne? Also einen besseren Bergbaulaser brauchen wir auf jeden Fall, der geht gar nicht. Jetzt ist schon wieder die Überhitzung da. Ja, da ist alle. So, jetzt geht er wieder nicht mehr. Jetzt müssen wir wieder aufladen, ne? Und abkühlen muss er auch. Ja. Das ist nicht einfach, ne? Aber wir arbeiten erstmal weiter hier. Energie geht wieder runter. Nicht doll. Spitze kriegen wir aber noch, oder? Ne, auch schon nicht mehr. Müssen schon ganz schön wegdrehen, ne? Dass das nicht klappt. Was ist denn das für ein Teil da? Kupfermine. Was geht da? Güterhandel. Kupfer. Kannst du kaufen. Frachter und das. Eine Fregatte. Also jetzt. Da. Können wir wieder abbauen. Warte mal, da unten ist was, was für mich vielleicht interessant sein könnte, oder? Ne, ist nur Holzfarm. Nichts Besonderes. Ja, und dann geht er wieder runter, ne? Nicht so prickelnd. Und er ist wieder kaputt. Hatten wir das schon, ja, ne? Kupfermine, ja. Das sind zwei Frachter. Das ist jetzt so ein Riesending, ne? So groß ist die Holzfarm, die geht bis hier vor meine Nase. Auch krass, oder? Machen wir weiter ab. 554 haben wir die, oder was? Dann haben wir ordentlich hier rausgeholt. Ist ja auch nicht klein gewesen, ne? Ja, geht wieder nicht mehr, ne? Na, komm weg davon. Bisschen aufladen, dass wir den Rest auch noch gerade kriegen. Ja, komm, jetzt geht weiter.
Piraten greifen den Sektor an, super. Und wenn die da sind, dann können wir schon das vergessen. Die sind verdammt nah, würde ich sagen. Ich glaube, da müssen wir mal hier wegfliegen. Die fliegen uns aber nicht an, doch, glaub schon. So. Ich glaube, die werden ganz schön gerade angegriffen, kann das sein? Wer ist denn das da? Eine Fregatte. Ja. Müssen wir gleich mal gucken, ob da was für uns überbleibt, ne? Ist das da Titan oder was anderes? Ne, ist Eisen, sah nur im Gegenlicht so aus, ne? Ja, gut. Ich denke, wir warten ab, bis die den da, die drei da abgeschossen haben. Dann gucken wir, was die Wracks machen und gucken dann weiter nach Titan. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.